Hallo und herzlich willkommen, liebe Lumion-Freunde, Interessenten und Anwender. Mein Name ist Frank Schröer mit einem neuen Tutorial zu Lumion 4. Ja, in dem kleinen Tutorial soll es eigentlich um ein Thema gehen, was sehr viele Anwender von Lumion gefragt haben. Ich bin mit sehr vielen Anwendern immer wieder in Kontakt. Die schicken mir mal einen Film oder auch mal ein Bild und fragen mich nach der Meinung und nach Tipps dazu. Erstmal vielen, vielen Dank. Es gibt auch den einen oder anderen Anwender, der sagt, ich habe hier ein Projekt, das könnt ihr mal zeigen. Auch dafür vielen, vielen Dank. Immer her damit, also sehr, sehr gerne genommen, wenn auch Sie irgendwo mal ein kleines Projekt oder einen Film haben, wo Sie sagen, ja, das zeigt doch mal auf der Facebook-Seite oder auf der Lumion-Seite, dann machen wir das sehr, sehr gerne. Wo war ich? Ach ja, bei dem User-Wunsch, bei dem Anwenderwunsch, mal ein Thema zu zeigen, was viele interessiert, und zwar das Thema Animation von Effekten. Das heißt, ich kann ja in Lumion viele Effekte auf Filme und Bilder legen und die können auch animiert werden. Und man möchte jetzt wissen, wie geht das und wie stelle ich das am besten ein? Die ganze Frage zielte eigentlich noch ein bisschen weiter ab. Das ging auch ein bisschen darum, um Objekte dann zusätzlich auch animieren zu können, beziehungsweise in Bewegung zu versetzen, später im Film. Da kümmern wir uns aber in einem eigenen Tutorial drum. Hier sollte es erstmal darum gehen, die Parameter eines Effektes zu animieren. Und jetzt gucke ich mal, wo wir das am besten machen, wie wir das am besten machen. Machen wir das auf einer grünen Wiese oder machen wir das mit einer Berglandschaft im Hintergrund? Puh, gute Frage. Ich glaube, ich mache das einfach mal auf der grünen Wiese. Ja, also es soll ja eigentlich nur um das Thema an sich gehen und nicht um eine Darstellung hier. Wir machen das hier einfach mal auf der grünen Wiese. Und dafür machen wir jetzt einfach mal einen kleinen Clip. Wie man das genau macht, das habe ich ja schon in dem kleinen Tutorial beschrieben, indem es um Filme ging. Und zwar pro Kameraschuss, pro Bild, das ich hier mache, werden 2 Sekunden Film aufgenommen. Und jetzt werden wir einfach mal virtuell den Sonnenverlauf, den wir gleich animieren. Ich habe mir gedacht, wir machen so einen kleinen Sonnenverlauf mit ein bisschen vorbeiziehenden Wolken. Den werden wir jetzt erstmal virtuell verfolgen. Das heißt, die Sonne kommt von hier oben, zieht nach hier unten. Und jetzt werden wir hier erstmal ein Bild machen. Und dann schwenke ich die Kamera mal ein bisschen nach hier. Und dann mal ein bisschen nach hier. Und laufe dann auch noch ein Stückchen nach da. Und das soll es eigentlich schon gewesen sein. Mal gucken, ob es ausreicht. Ich lasse das mal abspielen. Und die Kamera schwenkt. 12 Sekunden Film haben wir jetzt. Ja, das ist in Ordnung. So machen wir das. Okay, so jetzt haben wir unseren kleinen Filmclip. Und das nächste, was wir brauchen, sind Effekte. Und zwar machen wir das jetzt erstmal hier auf dem Effekt der Sonnenstudie. Diese Sonnenstudie kann nämlich hier die Stunden anzeigen. Und mit diesem Schieberegler Stunden werden wir jetzt diese kleine Kamerafahrt bzw. diesen Parameter Stunden in dieser Kamerafahrt animieren. Wie macht man das? Das Ganze macht man über Keyframes. Das ist in der Animation so, dass das Parameter animieren und eigentlich auch das komplette Kamera animieren über Keyframes funktioniert. So auch hier in Lumion. Und wir werden uns jetzt hier im Film eine Stelle suchen. Und zwar, wir gehen jetzt einfach mal direkt hier an den Anfang. Und hier für die Sonne eine Position suchen. Wo soll die denn sein? Und natürlich auch die Nordausrichtung drehen, damit wir genau wissen, wo sehen wir denn die Sonne. Und zwar jetzt gehe ich mal hier an den Film an die Endposition. Da steht die Sonne genau zentral. Da können wir das noch ein bisschen drehen. Ja,
Vielleicht so, dann ist nämlich am Ende des Films die Sonne direkt da untergegangen. Oder, ja, nee, die soll lieber da untergehen. So, da drehe ich das Ganze nochmal um. So soll das sein. Genau. Okay, gut. Also, da soll die Sonne untergegangen sein. Wenn der Film dann abgeschlossen ist, genau, okay. Und jetzt werden wir das Ganze mit der Kamera verfolgen, wie die Sonne untergeht. Wir fangen an der Position an. Das heißt, hier auf 16 Uhr soll die Sonne an der Kamera direkt im Film am Anfang stehen. Das heißt, wir stellen uns hier hin, direkt am Anfang des Films, stellen uns hier auf 16 Uhr und schalten hier den Keyframe auf aktiv. Klick, jetzt haben wir den gesetzt. Der ist hier auch hier unten sichtbar. Das ist so eine kleine weiße Kugel, da steht sie. Und jetzt ist dieser Parameterpunkt mit diesem Punkt des Filmes verknüpft. Das war eigentlich schon alles. Und jetzt gehen wir an den nächsten Punkt. Ich gehe direkt an den Endpunkt. Ja, oder mal nicht so an den Endpunkt, damit Sie auch mal so einen Keyframe in voller Größe sehen. Ich gehe mal an diesen Punkt und sage jetzt diesen Parameterwert, wo er an dieser Stelle des Filmes stehen soll. Dafür gehe ich wieder auf Keyframe setzen und stelle den Parameterwert einfach ein. Wir haben ja gerade gesehen, wir wollen das jetzt hier untergehen lassen, wobei mir das immer noch nicht so richtig gefällt. Und zwar werde ich den Offset-Bereich immer noch mal ein bisschen drehen, dass das ein bisschen zentraler untergeht. So. So. Und jetzt werde ich den Parameterpunkt einfach hier, wo lass man hinlaufen? Ach, das lass mal ganz, bis ganz dunkel werden. Okay. Gut. So. Und jetzt habe ich den Keyframe hier hingesetzt. Sie sehen es, das ist so ein kleiner Punkt mit so einem weißen Strich. Und den Wert hier eingestellt, nämlich an diesem Punkt soll es dann 24 Uhr sein. So, und das war es eigentlich schon. Jetzt können wir das einfach auf Play drücken. Und Sie sehen, die Kamera verfolgt die Sonne. Und die Sonne wird untergehen. Und dann bleibt die Kamera stehen, aber die Sonne geht noch weiter unter. Okay, gut. Das Ganze kann ich natürlich noch ändern. Das heißt, je nachdem, wo ich mich hier im Film befinde, kann ich weitere Keyframes setzen oder ich kann auch hier auf den Keyframe gehen. Klick, dann sehen Sie, hier ist wieder das Kreuzchen entstanden. Ich stehe jetzt also genau auf dem Keyframe und könnte jetzt auch den Parameterwert ändern, dass ich sage, nö, ich möchte jetzt bitte, dass die Sonne nur bis dahin läuft. Ja, und jetzt habe ich einfach den Wert geändert und die Sonne geht halt nicht so tief unter, die läuft auch ein bisschen langsamer jetzt und wird nicht ganz untergehen, beziehungsweise nicht bis tief in die Nacht. Okay, gut. Den Keyframe jetzt verschieben, das geht leider nicht. Das heißt, wenn ich dem Wert jetzt hier sage, na, ich möchte aber die Sonne jetzt bitte hier schon untergehen lassen und den Rest des Films ist das eigentlich dann schon tiefe Nacht, ja, oder vielleicht an dieser Position, dann können wir den Keyframe nicht verschieben, sondern wir müssen den einfach löschen. Löschen geht, indem wir einfach hier sagen, okay, wir klicken hier wieder auf das Kreuz, dann ist der Keyframe hier weg, stellen uns an die andere Stelle des Films, nämlich an die, und setzen da einen neuen Keyframe ein. Und da wird dann die Sonne halt da sein. Okay, gut, das Ganze lassen wir abspielen. Die Sonne läuft. Und geht ganz langsam unter. Okay. So, für den zweiten Effekt habe ich mir gedacht, wir setzen ein paar 3D-Wolken ein. Das ist dieser Effekt. Und wir möchten, dass die Wolken im Film so ein ganz klein bisschen langsam vorbeiziehen und auch ein bisschen mehr werden. Ja, also wir werden uns dann mal hier an diese Position stellen. Und die Anzahl der Wolken ist hier, da ist noch ein kleiner Fehler, eigentlich heißt das nicht Höhe, sondern Anzahl. Und die Höhe ist erst auf den zweiten Schieberegler. Es wird hoffentlich in der nächsten Version korrigiert. Ich habe schon Bescheid gesagt.
zum Hersteller, dass hier noch ein Fehler drin ist, aber nicht schlimm. Wir wissen ja, hier ist die Anzahl der Wolken. Also werden wir sagen, am Anfang des Films soll die Anzahl so sein. Keyframe setzen. Klick. Und am Ende des Films sollen die Wolken eine andere Anzahl haben. Aber machen wir ruhig mal ein bisschen mehr, damit wir was sehen. So. Okay. Gut. Play drücken. Und Sie sehen im Film, jetzt machen wir eben Stopp, damit es nur berechnet wird. Im Film werden jetzt einfach die Wolken mehr. Okay, gut. Jetzt müssen wir sie nur noch ein bisschen vorbeiziehen lassen. Und dieses Vorbeiziehen machen wir mit dem Schieberegler Geschwindigkeit. Auch den werden wir wieder animieren. Das ist dieser hier, Geschwindigkeit. Und nee, wir werden nicht die Geschwindigkeit ändern, wir werden die Position. Ist das die Position? Doch, das ist richtig. Das ist die Position. Die werden wir ändern. Die Geschwindigkeit, die lassen wir so. Die Position wird geändert. Und zwar wird am Anfang des Films die Position hier sein. Also Position, Keyframe setzen. Und am Ende des Films wird die Position, wo machen wir sie denn dahin? Machen wir sie mal nach da. Und Keyframe ist gesetzt auf Play. Und mal gucken, gefällt mir das? Ja, die Wolken ziehen da vorbei. Sieht natürlich mit dem Kameraschwenk auch noch ein ganz klein bisschen schneller aus, obwohl es gar nicht so schnell ist. Aber so kann man es eigentlich lassen. Und so lassen wir das jetzt auch. Ja, die Sonne geht dann unter. Okay, gut. Das war es eigentlich mit den Parametern, die wir jetzt animieren wollen. Und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch den Film rechnen. Das heißt, ich werde jetzt hier einfach auf Clip erzeugen gehen. Ich werde den eben durchrechnen und wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Unser kleiner gerechneter Film läuft gerade bei mir im Videoplayer in einer Endlosschleife ab, damit wir uns das mal ein bisschen angucken können, was wir jetzt gerade so erstellt haben. Und zwar sehen wir, ja, die Sonne geht jetzt unter, die Wolken ziehen langsam vorbei, es werden immer, immer mehr. Und dann geht die Sonne langsam unter. Und das Ganze ist doch, glaube ich, ein recht schöner kleiner Clip geworden. Gut, das war's eigentlich schon mit meinem Thema Animation von Effektparametern. Ich werde in einer meiner nächsten Tutorials auch das Thema von Animation von Objekten behandeln. Also, wie kriege ich Autos von A nach B oder Menschen von A nach B? Wie lasse ich Objekte fliegen und so weiter? Hier bedanke ich mich erstmal fürs Zuschauen und bis zum nächsten Tutorial.